Willkommen zurück Leute zu einem neuen Video auf meinem Kanal und wir haben wirklich unfassbar krasse Krypto-News heute, hauptsächlich natürlich um den Bitcoin. Das wollen wir uns einmal gemeinsam anschauen, sprich um den Chart soll es gar nicht heute so wirklich gehen. Wir schauen trotzdem einmal kurz drüber und ich würde sagen, wir legen auch direkt los. Screen kurz vorab, ähm, Auflösung des Wrapped Quill Token Gewinnspiels auf CoinEx. Äh, hier ist einmal kurz der Gewinner eingeblendet, sollte heute, allerspätestens morgen, dann auch ausgezahlt worden sein. Also ja, Glückwunsch zu 500 Dollar in Quill Token. Optimalerweise auch zu einem etwas gesunkenen Preis. Dadurch gibt es dann jetzt ein bisschen mehr. Ja, wir schauen uns den Bitcoin-Chart an. Wir ja, kämpfen aktuell wacker um die 90.000 und äh, den weiteren Schritt darüber. Aber ich glaube, mit den News, die wir jetzt gerade bekommen haben, oder beziehungsweise in den letzten 24 Stunden, ist es wirklich verrückt. Ich habe schon öfter gesagt, ich kann das nicht mehr. Ich komme da gar nicht hinterher. Irgendwie geht mir das alles viel zu schnell. Aber ja, das ist auch so der Trump-Effekt. Ne? Also es ist wirklich so, hier komm, Leute, lasst das mal den Papa machen. Ihr habt vier Jahre nichts hingekriegt. Ich mache das mal eben in einer Woche. So. Verrückt. Ja, jedenfalls, was ist denn passiert? Also, Chart nach wie vor. Warum soll es heute mal nicht gehen. Traden tun wir sowieso gerade nicht. Das ist einfach eine Phase, wo ich jetzt gerade abwarte, weil ja, ich selber nicht genau weiß, geht es jetzt hoch oder geht es runter. Und dann halte ich auch einfach mal die Füße still. Sprich, wir fassen ein bisschen News zusammen. Also, was haben wir? Eine der mit Sicherheit wichtigsten Geschichten. Gary Gensler, wo er ja sowieso angedeutet wurde, dass Trump ihm an Tag 1 rausschmeißt und sein Stuhl ja ohnehin schon mehrfach gewackelt hat, auch im Vorfeld schon, ja, ist es aber jetzt ein bisschen offensichtlich, wozu sollte man das irgendwie noch per Gerichtsentscheid oder was auch immer lange hinauszögern, dass er selber quasi in einem offenen Brief ähm, Bescheid gegeben hat, dass er wohl zurücktreten wird. Und zumindest je, laut dieser News hier ist es jetzt sogar zum 18. November. Offiziell, das heißt in drei Tagen. Es wurde wirklich mehr als Zeit und es kommt aber noch viel besser, denn das war noch absolut nicht alles. Nämlich haben 18 US-Staaten jetzt selber auch noch Klage gegen die SEC eingereicht, wegen Amtsmissbrauchs, Machtmissbrauch, absolute Tyrannei gegen Kryptos und speziell dazu natürlich klar und Gary Gensler. Und das ist genau der richtige Weg. Die Sache ist, ja klar, warum hat man das nicht schon lange gemacht? Weil ja, es war ja wirklich nichts anderes als Tyrannei. Der hat ja nie in irgendeiner Form irgendwelche Argumente gehabt und in jeder Rede ist er jedem, jeder entsprechenden Frage in irgendeiner Form ausgewichen. Aber gut, ich denke, das können wir ganz einfach beantworten. Beiden Regierung, Trump-Regierung. Ne? Jetzt wird Tacheles geredet und jetzt wird auch Tacheles gemacht. So. Finde ich sehr, sehr stark. Also, das ist eine der stärksten News, wie ich auf jeden Fall finde, denn die gesamte SEC, insbesondere mit einem Vorsitzenden als Gary Gensler, stand dem gesamten Kryptosektor und da geht es ja dann logischerweise nicht nur um Bitcoin, sondern wirklich der Kryptoindustrie einfach nur um Weg. Und jetzt ist auch der Freifahrtschein damit gezündet für die Altcoins. Es passt irgendwie alles wirklich perfekt zusammen, sodass es irgendwie schon fast so schön ist, um wahr zu sein. Aber ja, so sieht es gerade auf jeden Fall aus. Dann auch noch eine entscheidende News. Goldman Sachs ähm, hat bekannt gegeben, dass sie tatsächlich über 700 Millionen Dollar in Bitcoin äh, in den ETFs halten. Also habe ich so auch noch nicht gewusst oder wurde dementsprechend vorher auch noch nicht bekannt gegeben, glaube ich, in der Art und Weise. Krass, ja. Der nächste große. So, und äh, da werden einige folgen, nämlich mit folgender News oder folgen den zwei News, die ich äh, mit am stärksten auf jeden Fall fand, nämlich äh, Pennsylvania hat letztendlich ebenfalls nun einen Gesetzesentwurf rausgebracht für eine tatsächliche Bitcoin-Reserve-Strategie Bitcoin für den Staat. Und wenn staatliche FOMO kommt, dann ist das noch mal eine ganz andere Geschichte als industrielle Anleger-FOMO oder ETF-FOMO. Ja, wenn ganze Länder ja, mit dem eingesammelten Steuergeld der Bürger anfangen Bitcoin zu kaufen oder einfach mal sagen: Ja, komm, wir drücken drucken uns dann mal eben zwei Milliarden hier aus und kaufen damit Bitcoin. Also sollte so im Regelfall nicht passieren, aber theoretisch ist das alles möglich, was die da veranstalten. Das wissen wir, wie schnell das gehen kann. Das ist wirklich verrückt, weil wenn die das tatsächlich so machen, dann werden andere Staaten erstmal, USA ja sowieso, als größte Weltmacht. Ist es ohnehin erstmal das Krasseste für den Kryptomarkt überhaupt und insbesondere natürlich für den Bitcoin, aber. Der daraus resultierende Effekt ist, dass alle anderen nachziehen müssen. Weil sie sonst gar nicht mehr mithalten können in der Weltwirtschaft. Ja. Und dann geht es richtig ab. Ja, dann ist auch ein Preis von 90.000 ein Witz. Dann ist 100.000 ein Witz. Ja, dann geht das tatsächlich so schnell. Und diese Ultra-to-the-moon-Prognosen von einem Michael Saylor. Die sind dann absolut nicht mehr unrealistisch. Na, wo andere gesagt haben: Ja, gut, erleben wir nicht mehr Bitcoin auf 10 Millionen Dollar. Ja, das hast du vielleicht in 50 Jahren, wenn du Glück hast. <laughs> vielleicht hast du das auch schon nächstes Jahr, wenn es so weitergeht. Nein, aber es ist wirklich Wahnsinn. Also da kommt man dann tatsächlich nicht mehr hinterher und es sind, ja, wie schon häufiger gesagt, dadurch ein absolut unendliches Wachstum möglich. Und ebenfalls noch viel entscheidender dazu, äh, dass äh, Trump letztendlich gesagt hat, dass er alle. Und zwar alle 100% vollständigen Steuern auf Kryptowährungen. Nicht nur den Bitcoin, sondern auf Kryptos erlassen möchte. Null Prozent. Und das ist ein Riesenschritt. Nicht nur, weil jetzt viel, viel mehr Leute logischerweise dadurch in äh, Kryptos investieren, weil sie keine Steuern mehr zu zahlen haben, weil sie mehr von ihrem Gewinn haben, mehr von ihrem Investment haben, sondern, und das ist der ganz entscheidende Faktor, ein ja, dieser Angstfaktor. Der wird dadurch eliminiert. Und das ist auch einer der Hauptgründe in, in Deutschland, hier bei uns, warum viele Leute überhaupt gar nicht investieren. Ja. Einfach der Steuer wegen. Nicht wegen, weil man muss Betrag XY abdrücken, sondern weil sie Angst davor haben, dass es zu kompliziert ist. Ja, wie mache ich das? Ja, dann muss ich ja das versteuern, dann muss ich ja das in die Steuererklärung mit aufnehmen. Und wenn, dann brauche ich ja noch einen Steuerberater. Und wenn ich das nicht richtig mache, muss ich Strafe zahlen. Und wir sehen es ja hier ständig. Viele sagen ja, ich stake oder haben damals gesagt, wo das Gesetz noch nicht erlassen war, ich stake meine Coins nicht, weil ich muss ja dann versteuern und meine Steuerfrist verlängert sich. Ich investiere nicht, weil das ist mir zu kompliziert. Ich verkaufe nicht innerhalb eines Jahres, weil dann muss ich Steuern zahlen. Und ich habe Angst vor dem Finanzamt und das ist mir zu kompliziert. So, das ist einfach ein riesen Schritt. Ja? Und das ist genau das Richtige, weil im Endeffekt ist das ja schon eine doppel-, dreifach-, vierfach Besteuerung, wo du Völlig beraubt wirst, ja. Also, du investierst ja mit bereits versteuertem Geld und musst dann nochmal wieder Steuern darauf zahlen, wenn du Gewinne gemacht hast. Also, das ist meiner Meinung nach auf jeden Fall der heftigste Schritt, wirklich, vor allem in den USA. Das ist ja nicht einfach irgendwie so ein Drittweltland, wo wir dann mal sagen: Ja, nö, oder wir brauchen keine Steuern auf Kryptos, alles in Ordnung. Sondern die USA. Keine Steuern auf Kryptogewinne. Keine. Also Trump, der hat halt wirklich das A-Team zusammengerufen. Ja? Die Avengers hat er zusammengeholt in allen entsprechenden Sektoren und dass die auch direkt mit Krypto so krass loslegen. Das finde ich einfach so faszinierend, weil ich habe ja eigentlich eher gedacht, ja klar, der ist pro Krypto und das wird schon alles gut und das wird gut kommen, aber der, wird, der soll sich erstmal um andere Dinge kümmern und dann kommt irgendwann im nächsten Jahr, kann man sich vielleicht um die ersten Kryptostrategien kümmern. Nein, er macht alles sofort und alles gleichzeitig, tatsächlich, wie er es gesagt hat. Finde ich sehr geil. Finde ich sehr krass. Und auf der anderen Seite haben wir in der Regierung eine Trampolinspringerin, die kein Englisch kann, ein Kinderbuchautoren und eine Küchenhilfe. Aber gut, das ist ein anderes Thema. Da wollen wir uns nicht drüber streiten. Wir schauen auf jeden Fall nochmal zurück in den Chart, denn logischerweise hat das auch mal einen positiven Impact auf XRP tatsächlich mal wieder gehabt. Das ist doch schön. Ja? Das sind aktuell XRP mit ordentlich 66, 67% Profit, 70% an der Spitze Profit ist dabei, die nächsten Ziellevel abzuarbeiten von 87 Cent. Und von da aus können wir dann schauen, wie es weitergeht. Machen wir hier nur eine kleine Korrektur. Zack. Und dann weiter Abfahrt. Sieht doch erstmal sehr, sehr gut aus für XRP. Ich denke trotzdem nicht, dass damit jetzt irgendwie die 100 Dollar oder 585 Dollar oder ich weiß nicht, was jetzt alles eintreffen soll. Aber es ist doch wirklich schön, dass auch. Long-Term-XRP-Hodler jetzt mal so ein kleines bisschen Rendite haben, in dem Fall, ich habe ja auch noch einen kleinen Restbestand an XRP im Portfolio und bin froh, wenn ich das natürlich dann mit einem zumindest halbwegs vernünftigen Gewinn abstoßen kann, ja, wenn wir da wirklich irgendwo in Richtung 1,50, 2 Dollar gehen oder tatsächlich hier sogar die große Sequenz ähm, dann mal Sinn macht, sprich 3,29 Dollar bis ähm, 3,99 Dollar, wie wir es ewig mal eingezeichnet haben, das hat jetzt noch absolut überhaupt gar keine Relevanz, das hat erst eine Relevanz, wenn das vorherige High, also das A hier geschlagen worden ist, nur dann äh, hat das überhaupt eine Relevanz, dass wir dahin ziehen. Aber wer weiß, vielleicht passiert das ja jetzt. Und dann haben wir trotzdem auch mit XRP auf jeden Fall noch eine, ja, Renditegefahren, die Gefahren, die auf jeden Fall in Ordnung ist. Ja, zumindest die äh, eigentlichen Mindesterwartungen sind dann mal getroffen worden. Und ja, wer hier unten geshoppt hat im Bereich 30, 40 Cent-Bereich, der hat dann trotzdem auch mit XRP hier noch sein 10X. Das ist doch schön und kann auch gerne so weitergehen. Aber mal schauen, ich würde mich hier, wie gesagt, nicht zu früh freuen, ähm, nur weil XRP jetzt zum ersten Mal ein bisschen gestiegen ist. Wir wissen, wie das läuft. Viele wollen logischerweise ähm, ja, überhaupt dann auch abwerfen. Und auch wie wir es hier gesehen haben, nach so einer dicken Kerze wird relativ schnell abverkauft aber schön, dass sich überhaupt was tut. Ich bin dementsprechend gespannt auf ähm, ja eure Kommentare. Was sagt ihr dazu? Was sind für euch vor allem die krassesten News? Ja, die Bitcoin Reserve Strategie, die äh, Steuereliminierung und so weiter und so fort. Äh, dass Gary Gensler rausfliegt und äh, die ganze SEC nun angeschissen wird zu Recht meiner Meinung nach. Ich finde es krass. Also, wir kriegen wirklich jeden Tag, jeden Tag irgendwie was Neues. Also 24 Stunden im Kryptomarkt, das ist aktuell eine ganze Generation. Das ist. Also, was wir aktuell in 24 Stunden erleben, das haben wir in den letzten drei Jahren nicht erlebt. Das ist vollkommen verrückt. Aber es macht auch irgendwo Spaß. Es ist nur irgendwie schwierig, da ein bisschen mit hinterher zu kommen. Aber gut, schreibt mir eure Meinung dazu gerne in die Kommentare. Lasst gerne ein Like und ein Abo da und wir sehen uns dann im nächsten Video.